Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Leadership Institute von Kirche in Aktion. Wir schauen uns im Moment verschiedene Führungsprinzipien aus meinem Buch Der Leadership Kompass, 39 Führungsprinzipien auf den Punkt gebracht, an. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann besteht immer noch die Möglichkeit, das Buch und das dazugehörige Trainingspaket kostenlos zu bestellen. Alle Infos dazu findest du am Ende dieses Videos oder wenn du es nicht abwarten kannst, kannst du direkt auch auf leadershipkompass.de gehen. Heute geht es um Leadership-Prinzip Nummer 15. Triff Entscheidungen, eiere nicht rum, schieb Wichtiges nicht auf, unklare Ansagen verwirren. Herzlich willkommen. Vor vielen Jahren stand ich mit meiner damaligen Freundin vor einem Schaufenster. Es war nicht irgendein Schaufenster, es war ein Juwelier und wir haben uns Eheringe angesehen. Wir standen da und auf einmal wurde mir klar, dass ich noch nicht entschieden hatte, ob ich diese Frau überhaupt heiraten wollte. Das ist natürlich ein kleines Problem. Und diese Unentschlossenheit hat mich für Wochen lahmgelegt. Doch dann war mir klar, was ich tun musste. Ich musste einfach eine Entscheidung treffen. Genauso geht es uns im Bereich von Leadership. Es ist eigentlich ganz einfach. Gute Leiter und gute Leiterinnen treffen mehr gute als schlechte Entscheidungen. Hinzu kommt, dass Leiter und Leiterinnen meistens schneller eine Entscheidung treffen müssen als andere. Was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen frustriert und eine ganze Organisation oder auch Kirche lahmlegen kann, ist, wenn eine Führungskraft unentschlossen ist. Ich liebe die Geschichte, die Präsident Ronald Reagan erzählte, um einmal zu zeigen, wie er schon früh in seinem Leben gelernt hat, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen. Als er jung war, nahm ihn seine Tante mit, um ihm maßgefertigte Schuhe zu kaufen. Und der Schuhmacher fragte den Jungen, ob er seine Schuhe gerne mit einem kantigen oder einer runden Spitze haben möchte. Und Reagan wusste nicht genau, was ihm besser gefiel. Und der Schuhmacher sagte, kein Problem, komm in ein oder zwei Tagen wieder und gib mir Bescheid, wie du dich entschieden hast. Doch Reagan kam nicht zurück. Und als der Schuhmacher ihn zufällig auf der Straße traf und ihn noch einmal fragte, welche Spitzform er gerne für seine Schuhe hätte, antwortete er, ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Der Schuhmacher daraufhin, kein Problem, und sagte ihm, komm doch morgen einfach vorbei und hol dir deine Schuhe ab. Als Reagan die Schuhe abholte, sah er, dass der linke Schuh mit einer runden Schuhspitze gemacht war, der rechte mit einer kantigen. Und später sagte Reagan, diese Schuhe zu betrachten, lehrte mich eine sehr, sehr wichtige Lektion. Wenn du nicht deine eigenen Entscheidungen triffst, trifft sie jemand anders für dich. Deine Unentschlossenheit macht etwas mit deinem Team und deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Sie blockiert sie. Wenn ein Leiter oder Leiterin keine Entscheidung trifft, dann leidet das ganze Team. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mich in einer Situation nicht entscheide, dann verstecke ich mich meistens hinter folgender Aussage. Ich sage mir, ich brauche noch mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Oder wenn wir es ganz fromm ausdrücken wollen, dann sagen wir, darüber muss ich erstmal noch mal länger beten. Weil uns allen wurde ja beigebracht, erst denken und dann handeln. Und das ist schon richtig so, aber wir dürfen nicht zu viel und zu lange denken. Malcolm Gladwell geht in seinem Bestseller Blink die Macht des Momentes sogar so weit, dass anhand seiner Studien er aufzeigt, dass unsere Intuition in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen trifft, die besser sind als das Ergebnis langer Überlegungen oder Studien. Das bedeutet, dass es oft besser ist, in diesem Moment eine Entscheidung zu treffen, als zu glauben, dass es uns weiterbringt, wenn wir erstmal ein paar Tage darüber nachdenken. Leiter und Leiterinnen müssen Entscheidungen treffen. Eier nicht rum, schieb das Wichtige nicht auf. Unklare Ansagen verwirren immer. Ach und übrigens, ich habe die Frau nicht geheiratet. Und ich bin auch sehr froh darum. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn du tiefer in die verschiedenen Führungsprinzipien aus meinem Buch eintauchen willst, kannst du dir mein Buch gerne kostenlos bestellen. Alles, worum wir dich bitten, ist, die Produktions- und Versandkosten von 4,90 Euro zu übernehmen. Außerdem erhältst du sofort Zugang zum Leadership Kompass Trainingspaket. Dieses Trainingspaket beinhaltet das Buch in digitaler Form. Also wenn du nicht warten kannst, bis das Buch zu dir nach Hause geliefert wird, kannst du direkt anfangen, es digital zu lesen. Du bekommst auch eine Infografik, die alle Leadership-Prinzipien einmal schön und übersichtlich zusammenfasst. Und du erhältst ein ausführliches Arbeitshandbuch zu jedem Kapitel, um tiefer in die Prinzipien einzusteigen und selbst zu reflektieren, wie deine ganz persönlichen Leadership-Prinzipien aussehen könnten. Und zusätzlich gibt es auch einige verschiedene Trainingsvideos. Alle genauen Infos findest du auf leadershipkompass.de.